Hallo, liebe Firmlinge, liebe Gemeinde, aber natürlich auch alle anderen, die an unserem Podcast Interesse haben und darauf aufmerksam geworden sind. Das ist Teil 2 unseres Podcast-Projekts. Letztes Mal haben wir uns mit dem Thema Ehrenämter beschäftigt. Hört da doch auch noch gerne rein, falls ihr das noch nicht getan habt. Im Allgemeinen möchte ich außerdem noch darauf hinweisen, dass es uns sehr freuen würde, wenn ihr den Kanal unterstützt, indem ihr ihn abonniert, die Glocke aktiviert und uns vielleicht sogar noch einen Daumen hoch oder einen Kommentar hinterlasst. Freizeit hergestellt. Das Ziel ist es, in Kontakt mit euch Firmlingen zu bleiben und etwas von euch zu hören. Wir danken den bisherigen Rückmeldungen, aber es wäre natürlich super, wenn jeder von euch einmal kurz nachdenkt, was ihr euch vielleicht an Erfahrung zu dem Thema angesammelt habt, was ihr gut und auch was ihr verbesserungsfähig findet. Schreibt uns das doch, nachdem ihr den Podcast durch habt. So, genug gequatscht, jetzt wollen wir aber loslegen. Unser heutiges Thema lautet, und ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, biblische Ansichten und Werte, was trifft zu und was trifft vielleicht nicht mehr so zu? Wie sind die Dinge denn überhaupt auszulegen? Ja, vielen Dank, Annika, für deine schöne Einleitung und danke, dass du uns heute hier durch diese kleine Online-Diskussion leitest. Ich würde gerne noch kurz vorab ergänzen, dass natürlich keiner von uns studierter Theologe ist und deswegen seht es uns bitte einfach nach, wenn wir vielleicht den ein oder anderen Aspekt nicht in Gänze beleuchten. Ja, zum Thema. Ich für meinen Teil habe mir Gedanken gemacht und bin dabei direkt auf die 10 Gebote gekommen. In denen sind ja viele Grundregeln für uns Christen festgeschrieben. Und ich habe mir jetzt einfach mal 2 Stück rausgesucht und wollte sie euch vorstellen und meine Gedanken mit euch teilen. Im 3. Gebot steht, du sollst den Tag des Herrn heiligen. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Gebot, weil es aus meiner Sicht eins unserer größten Probleme von heute beschreibt, nämlich dieses sich bewusst Zeit nehmen. Es fehlt uns heute vor allem, sich ja die Zeit nehmen zu können und uns auf Gott und seine Botschaft einzulassen. Wir leben in so einer schnelllebigen Welt, wo es einfach schwierig ist, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und ich denke, Gott wollte uns mit diesem Gebot vor allem auferlegen, dass es notwendig ist, neben der Arbeit und der Schule und den Freizeitaktivitäten, die ja so die meiste Zeit von uns einnehmen, sich bewusst die Zeit auch für den Glauben und an Gott zu nehmen. Und wir sollten daher den Tag nicht wie jeden anderen Wochentag einfach so durchleben, sondern einfach bewusst an diesem Tag einfach an Gott oder die Zeit uns für Gott nehmen. Wie ehrst du denn den Tag des Herrn? Ich versuche an den Sonntagen mir bewusst Zeit für mich und meine Familie zu nehmen. Wir gehen dann auch gemeinsam draußen einfach spazieren in der Natur und dort fühle ich mich dann Gott auch gleich viel näher. Ich denke aber, dass viele auch einfach durch den Gottesdienstbesuch sich ja auf Gott einlassen und ihm näher kommen. Da gibt es einfach aus meiner Sicht kein richtig und kein falsch. Ich denke, Gott wollte uns einfach nur damit auferlegen, unsere Alltagsprobleme mal stehen und liegen zu lassen und uns einfach auf seine Botschaft zu fokussieren. Denkst du, es gibt Dinge, die Gott mit diesem Gebot gezielt verbieten wollte? Wir haben alle Pflichten und Aufgaben, die wir die Woche über erledigen müssen. Und es gibt auch Leute, die müssen an einem Sonntag arbeiten. Ich denke in diesen Zeiten vor allem an Leute, die in der Klinik arbeiten, Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern und so weiter. Die haben so eine wichtige Aufgabe, die müssen sie auch sonntags wahrnehmen. Und ich denke nicht, dass Gott ihnen mit diesem Gebot irgendwie die Arbeit untersagen wollte. Die nehmen sich dann wahrscheinlich einfach an einem anderen Tag unter der Woche die Zeit für Gott. Aber das ist meine Interpretation. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jeder ein bisschen anders sieht. Wie siehst du das denn, Annika? Ich sehe das tatsächlich sehr ähnlich wie du. Ich denke, da die Bibel ja vor langer, langer Zeit geschrieben wurde, dass es da auf jeden Fall moderne Fälle gibt, an denen das nicht zu vermeiden ist, am Sonntag zu arbeiten. Was ich daraus lesen würde, ist es, sich Zeit für Gott zu nehmen, egal an welchem Tag. Er hat uns immerhin das Leben geschenkt und damit uns das mehr oder weniger im Gedächtnis bleibt, wurde dann eben ein fester Tag genannt und das ist eben der Sonntag. Gibt es denn noch ein Gebot, welches du aus heutiger Sicht anders einordnen würdest, als es vielleicht früher verstanden wurde? Was mir beim Durchlesen sofort ins Auge gesprungen ist, und zwar ist es das 6. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Ich denke, dieses Gebot ist eins, das in vielerlei Hinsicht einfach überholt ist und heutzutage immer noch zu streng ausgelegt wird. Früher war die Trennung von Mann und Frau wirklich ein Gesichtsverlust vor der Gesellschaft.
Dabei gibt es so viele gute Gründe, wieso man sich von seinem Ehepartner trennen kann. Und ich will jetzt hier auch gar keine Aufzählung starten, weil das ist etwas sehr Persönliches und das muss dann auch jeder für sich selbst entscheiden. Aber was will Gott uns denn dann sonst mit diesem Gebot sagen? Also ich sehe Gottes tieferen Sinn dahinter, dass der Bund der Ehe einfach etwas oder auch die Bindung an den Partner etwas so Besonderes ist, dass man nicht einfach aufkündigen sollte, wie die Mitgliedschaft in einen Sportverein oder ähnlichem. Vieles wird einfach heutzutage von den Leuten zu schnell aufgegeben und man trennt sich von Dingen, weil man irgendwie den Wert vergessen hat, den es mal für einen hatte. Und ich denke, Gott wollte das mit diesem Gebot einfach ein Stück weit verhindern. Aber gleichzeitig denke ich auch, dass Gott nicht möchte, dass Menschen irgendwie unglücklich in der Partnerschaft leben, ein Leben lang, nur wegen diesem Gebot. Ich denke, das Wichtigste, was Gott möchte, ist, dass jeder Mensch ein glückliches und erfülltes Leben hat. Und wenn dazu halt die Trennung vom Partner notwendig ist, dann ist das nicht schön, aber trotzdem notwendig. Aber dann hätte Gott doch eigentlich auch sagen können, du sollst nicht grundlos Ehe brechen. So wie es da jetzt steht, ist es sehr eng gefasst und lässt doch eigentlich gar keinen Platz für Auslegungen wie deine. Ja, da gebe ich dir recht, Annika. Die Botschaft ist auf den ersten Blick unmissverständlich und sehr präzise gefasst. Aber man muss auch immer dazu sagen, das sind ja Überlieferungen von Gottes Wort, die durch viele Münder gelaufen sind. Letztendlich sind das halt alles Niederschriften von Menschen in der Bibel. Und ohne jetzt die Überlieferung von Mose anzuzweifeln, aber vielleicht ist ihm beim ständigen Auf- und Absteigen des Berges auch das ein oder andere Wort einfach entfallen. Wir wissen es nicht genau. Wow, also ich hätte nicht gedacht, dass man da so viel rausholen könnte. Ein gutes Beispiel für meine These, dass man nicht alles in der Bibel wortwörtlich nehmen sollte. Mal sehen, was die nächste Gruppe so interpretiert. Ein Thema, das wir auch noch anschneiden wollten, war die Rolle der Frau in der Kirche, weil das ist heutzutage ein sehr wichtiges Thema, auch ein sehr umstrittenes Thema. Und die katholische Kirche hat auch halt auch nachvollziehbarerweise halt auch viel Kritik deswegen bekommen. Und ich denke, es ist auch gut, wenn man darüber nachgedacht hat und auch darüber geredet hat, was es eigentlich bedeutet. Denn der Bibel finden sich hin und wieder auch mal Stellen, etwas sexistisch sind, zum Beispiel es gibt Stellen, wo die Frau etwas untergeordneter dargestellt wird als der Mann oder einfach vernachlässigt wird. Es gibt solche Stellen, da wird noch später Johannes auch was dazu sagen, er wird was zur Schöpfungsgeschichte sagen und da ein bisschen aufklärender sein, aber das kommt dann noch. Naja, genau, also es finden sich halt schon Stellen und es kann halt gut passieren, dass wenn man dann halt in der Bibel blättert, vor allem als Frau, und dann liest man solche Stellen, natürlich fühlt man sich dann nicht wirklich angesprochen von der Bibel, weil es heißt ja auch, ja, die Bibel ist die Schrift Gottes und dann kommen solche Bibelstellen mit rein. Das ist natürlich, sowas spricht einen ja nicht an. Vor allem als Frau nicht. Und was man da halt wissen muss, man muss immer mit einbedenken, also wann die Bibel entstanden ist. Ich meine, die Bibel ist sehr, sehr früh entstanden und sie ist auch von Männern verfasst worden. Die Schriften wurden alle von Männern verfasst. Natürlich muss man bedenken, dass damals halt die gesellschaftliche Ordnung anders war als heute. Ich meine, die Frau war damals untergeordnet, das war normal, das war ihre Welt, die kannten es nicht anders. Und es ist klar, dass sich sowas dann natürlich auch in den Schriften äußert. Also man darf halt nicht vergessen, dass da noch eine gewisse gesellschaftliche Umwelt war, die heute ganz anders ist. Das heißt, muss man mitbedenken, wenn man die Bibel liest, dass vieles noch sehr altmodisch und sehr gesellschaftlich zurückgeblieben ist im Gegensatz zu unserer heutigen Gesellschaft. Das heißt, wenn man Bibelstellen liest, dann muss man das immer mitdenken, dass es nicht das ist, was Gott von, also dass es nicht die Ordnung ist, die Gott von uns gewollt hat. Oder die Gott von uns will, sondern dass es die gesellschaftliche Ordnung ist, die es halt damals einfach gab. Und das muss man immer bedenken, wenn man die Bibel liest. Nur weil es da drin steht, heißt es nicht, dass Gott möchte. Da kann man nicht sagen, ja, Gott möchte, dass die Frauen untergeordnet sind, den Männern untergeordnet sind. Das sagt es gar nicht aus. Man muss einfach nur daran denken, es ist einfach anders damals. Die kannten es nicht anders. So war das eben. Und so zeigt sich das auch in den Schriften. Als Beispiel dafür, dass Botschaften aus der Bibel aber ziemlich auch einfach nur falsch interpretiert werden, liefert die Stelle Genesis 2, Vers 21. Und die würde ich jetzt einfach mal vorlesen, gerade für euch. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott der Herr baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Und der Mensch sprach: Das endlich ist Bein von meinem Bein. Und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie genannt werden, denn vom Mann ist sie genommen. Diese Stelle wird halt oft fehlinterpretiert
Und zwar wird die Stelle häufig so angesehen, dass quasi die Frau vom Mann abstammt, was aber direkt nicht so gemeint ist, denn auch der Name Adam bedeutet eigentlich Mensch übersetzt. Hierbei ist es auch so, dass extra ein Stück der Rippe genommen wurde, denn die Rippe ist auf Höhe des Herzens. Da liegen halt Werte, sie ist nicht über, also es wurde kein Körperteil genommen, was überhalb des Herzens liegt, weil sonst würde es ja bedeuten, dass die Frau halt dem Mann übergeordnet wäre, und es wurde aber auch kein Körperteil genommen, was unterhalb des Herzens liegt, was dann halt bedeuten würde, dass der Mann mächtiger ist als die Frau. Was halt damals auch in der Zeit so war. Da finde ich es halt gerade nochmal bewundernswert, dass quasi das Herz genommen wurde oder Höhe des Herzens, weil es zeigt halt auch nochmal, dass hier auch diese Gleichberechtigung am Start ist. Also ich bin eher der Auffassung, dass man schon sehr große Teile von der Bibel eins zu eins übernehmen kann in das heutige Leben, obwohl sie so früh geschrieben wurde und obwohl sie schon sehr, sehr alt ist, weil die Bibel im Denken sehr viele wichtige Punkte, auch sehr viele richtige Punkte übernommen hat, beziehungsweise auch zeigt, die man im heutigen Leben echt einfach anwenden kann und die auch wichtig im heutigen Leben sind. Dazu aber nachher noch ein paar Beispiele. Zur Gerechtigkeit von Gleichberechtigung und so, das hat ja auch Johannes eben angedeutet mit der Beschreibung vom Herzen, dass auch die Rippe das Herzen schützt. Da kommen wir aber auch noch gleich zu im Verhältnis von Mann und Frau. Und zwar, was mir aufgefallen ist, in der Bibel steht so gut wie nichts, was jetzt Frauen diskriminieren würde, beziehungsweise Frauen als alleinstehende Personen jetzt niedermachen würde oder anders sieht als jetzt ein Mann. Das bedeutet, erst in der Ehe wird dann unterschieden Mann und Frau. Und hier ist dann auch wirklich klar und deutlich beschrieben, der Mann schützt die Frau, dafür soll sich die Frau dem Mann unterordnen. Das ist aber nicht eine Unterordnung damit gemeint, dass der Mann die komplette Macht hat, sondern damit ist gemeint, wenn die Frau sich unterordnet, soll der Mann die Frau schützen, wie Jesus seine Gemeinde geschützt hat mit seinem eigenen Leben. Der Mann soll wirklich seine Frau mit seinem ganzen Körper, seinem ganzen Leben schützen und soll sie auch dadurch nicht verändern. Das ist eigentlich eher was Positives für die Frau als was Negatives, dieses Unterordnen. Sie bekommt ja dadurch Schutz und vor allem soll sich ja der Mann darum kümmern. Ich habe nämlich mich darum gekümmert, habe mich darüber informiert, wie die Bibel denn die Gemeinschaft sieht und beziehungsweise ob es da überhaupt Vorschriften gibt und welche Vorschriften es da genau gibt. Das alles eigentlich erlaubt ist, es gibt keine Essensvorschriften, man soll halt nur nicht zu viel Alkohol trinken zum Beispiel, aber Essensvorschriften gibt es da eher weniger. Die einzige Einschränkung, die man da hat, ist, dass gesagt wird, man soll nach seinem eigenen Gewissen handeln. Das heißt, wenn man von Überzeugung her Vegetarier ist, dann soll man Vegetarier sein. Ja? Das ist eigentlich egal, da steht sogar extra drin. Die Stellen packe ich euch unten in die Videobeschreibung, by the way. Man soll nichts tun, was man selbst nicht für richtig hält, wenn man das tut, dann wird man verurteilt. Das finde ich eigentlich echt interessant, dass da sogar schon auf sowas eingegangen wird. Und was auch so noch so ein Kernpunkt ist, was ich auch ziemlich interessant finde, dass ziemlich viele Grundprinzipien, die von vielen Jugendlichen, vielen Erwachsenen und so über Bord geworfen wurden, eigentlich die Grundsteine sind, die jeder gerne haben möchte, beziehungsweise die Grundsteine auch unserer Gesellschaft eigentlich sind. Sowas zum Beispiel wie, redet nicht schlecht über andere. Wer will das schon, dass andere über einen schlecht reden? Oder du sollst andere nicht niedermachen. Wer will das schon? Ja, trotzdem wird es gemacht. Und das ist eigentlich nicht Gottes Wille, sondern Gott will eigentlich, dass wir den anderen aufbauen, dass wir den anderen helfen und den anderen ermutigen, weiterzumachen und nicht den anderen runterzumachen. Das ist eigentlich wichtig und das war damals schon wichtig für die Gesellschaft und das ist heute immer noch wichtig für die Gesellschaft. Das ist genauso sowas wie, dass man den Behörden Gehorsam leisten soll. Zum Beispiel Römer 13, Vers 1 bis 7. Da steht auch, du sollst dich den Behörden unterordnen oder gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Das heißt, habt keine Schulden bei dem anderen oder lebt auch auf eurem eigenen Fuß und versucht nicht von anderen zu leben. Das sind so Grundprinzipien von der Gemeinschaft, die damals galten, die heute immer noch gelten, die eigentlich fast schon selbstverständlich sind. Da ist die Bibel jetzt nicht veraltet oder so, sondern das sind ja eigentlich die Prinzipien, die damals galten und die heute immer noch gelten. Auch sowas wie Neid, Eifersucht, Selbstsüchtigkeit oder so, das ist ja immer noch heutzutage in Verruf. Aber die meisten halten sich nicht mehr daran. Ja, aber nochmal, um aufs Kernthema zurückzukommen. Was passiert denn genau in der Gemeinde? Also es gibt ja so ein paar Akteure, und zwar zum Beispiel sind die Männer, die Frauen, die Kinder und zum Beispiel ein paar Ämter in der Gemeinde. Hatten wir ja schon vorhin schon, die Männer sollen ihre Frau lieben und schützen wie ihren eigenen Körper. Das ist eigentlich ein guter Zuspruch an die Frau so, dass sie sich halt um nichts sorgen muss, weil der Mann für sie sorgt. Andersrum steht halt auch da, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll, wie vorhin schon erklärt, was aber nicht bedeutet, dass sie alles zulassen soll, auch wenn der Mann sie schlägt oder so. Andererseits, für die Kinder zum Beispiel, steht auch Gehorsam da. Ja, das heißt, man soll den Eltern gehorchen. Das bedeutet aber auch wiederum, dass die Eltern genau wissen, was für die
die Kinder gut ist und dass die Eltern im Gewissen von Gott handeln. Das bedeutet, dass sie mit Liebe handeln, weil Liebe ist das größte Gesetz Gottes. Und ich schweife mal wieder absolut aus, man kennt's. Und zu den Ämtern ist auch eigentlich relativ easy erklärt. Jeder, der ein Amt in der Gemeinde oder in der Kirche haben möchte, beziehungsweise eingesetzt werden soll von der Gemeinde, soll ein Vorbild für die Gemeinde sein, soll ein Vorbild für jeden anderen sein. Wir sollen uns nicht zu Schulden kommen lassen. Das heißt, wenn jemand kommt und uns sieht, dann soll er wissen, so hey, das ist ein Christus, der führt ein vorbildliches Leben und die anderen sollen sehen, was für gute Taten wir bringen. Und damit wir glaubbar wirken, sollen wir natürlich auch vorbildlich leben. Genau, das war jetzt, glaube ich, genug von mir. Falls ihr Anregungen bzw. Ideen für einen neuen Podcast habt, schreibt das gerne in die Kommentare, beteiligt euch. Wir wissen an sich, das ist eine echt interessante Diskussion. Beteiligt euch einfach mal an der Diskussion. Was haltet ihr davon? Teilt uns mal eure Meinung mit. Es würde uns echt mal interessieren und wenn ihr wollt, können wir es auch im nächsten Podcast übernehmen, können wir da nochmal drüber reden. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch da dann auch beteiligen bei der Diskussion. Wir sind offen für neue Stimmen, für neue Ideen und wenn ihr irgendwelche Tipps, Vorschläge habt und Anregungen habt, könnt ihr es uns gerne schreiben. Wenn ihr es nicht öffentlich machen wollt, gerne auch privat. Drückt den Like-Button, Daumen hoch und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal.